Mahlzeit, Freunde. Willkommen zurück bei Assassin's Creed Mirage. So, wir kommen zum nächsten Rätsel, Freunde. Das befindet sich 12 Meter vor mir. Wir müssen es noch einsammeln. Kurz mal die Karte checken. So, wir haben hier unser Bruderschaftshaus. Bin unmittelbar in der Nähe quasi. Und zwar genau da befindet sich das Rätsel. Um in dieses Gebäude reinzukommen, müssen wir hier so ein... erstmal eine Etage hoch von der Straße, ne? Dann haben wir hier so ein Gerüst, das müssen wir auseinanderreißen. Und dann können wir hier reingehen, weil die beiden Türen sind eigentlich versperrt. Die habe ich dann schon mal geöffnet. Und dann haben wir hier so einen Kollegen liegen. Da können wir mal schnell einen Schatz borgen. Und zwar das Rätsel, das können wir uns auch natürlich direkt mal angucken. So. Und hier zurückgelassen. Da haben wir... müsste das ein Löwe sein? Auf jeden Fall müssen wir außerhalb von Bagdad zu dem Fluss. Und wo das Ganze sich genau befindet und wo ihr den Schatz findet, wie das auszusehen hat, zeige ich euch jetzt. Jetzt gibt es einen kleinen Cut. Ich laufe da schon mal hin. So, Freunde, ich bin jetzt an unserem Ziel angekommen. Ich zeige es euch mal auf der Karte. Wir müssen hier zum verlassenen Dorf. Das wird uns noch nicht angezeigt, weil ich es noch nicht eingesammelt habe. Ich gehe mal ganz raus aus der... Ich bin schon ganz draußen. Wir müssen quasi von Bagdad einmal hier so rüber, zack, zu dem Fluss. Und dieses Löwensymbol ist angezeigt auf der Karte, weil hier tatsächlich, so Löwen sind es nicht, ich glaube es sind Leoparden oder Geparden oder so rumlaufen, die uns halt natürlich auch angreifen. Aber jedenfalls, jetzt hier vom Steg aus, im verlassenen Dorf, zack, einfach einsammeln. Ist auch lustig, dass hier das Truni-Mode gemacht wird, anstatt, oh, schade, dass man das glaubt, ein Löwen. Anstatt ein Graben-Emote quasi. Ja, da sehen wir die Kätzchen, die Leoparden, Geparden. Ich kann es tatsächlich nicht sagen, was es ist. Aber Freunde, so viel zu diesem Rätsel. Ihr wisst Bescheid. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.